Hallo meine lieben Freunde, wir haben Pfingsten und Pfingsten ist ein Hochfest, an dem das von Jesus angekündigte Erscheinen des Heiligen Geistes gefeiert wird. Warum nennt man dieses Fest Pfingsten? Der Name kommt aus dem Griechischen, nämlich Pentekoste. Und das heißt der 50. Tag. Sozusagen wird am 50. Tag nach Ostern das Pfingstfest gefeiert. Pfingsten gilt als Geburtsstunde der Kirche, nämlich am 50. Tag des Osterkreises. Also 49 Tage nach Ostersonntag feiern die Christen alle Jahre das Pfingstfest. Zugleich ist Pfingsten ein schwer zu fassendes Kirchenfest, aber auch ein durchaus wichtiges. Nach der Geschichte der Apostel ist der Pfingstsonntag der Tag, an dem die Jünger Jesus vom Heiligen Geist erhellt wurden. Plötzlich konnten sie in mehreren Sprachen sprechen und erhielten den Auftrag ihres Herrn Jesus Christus, das Evangelium in der Welt zu verbreiten. Man spricht von einem Pfingstwunder. Nach diesem Ereignis hat sich eine Einheit der Gläubigen entwickelt und somit die Gründung der Kirche. Nach dem Ende der Osterzeit hat man an Pfingsten zunächst Christi Himmelfahrt gefeiert. Wie es die Geschichte der Apostel erzählt. Allerdings hat sich aber ein weiterer Festtag herausgebildet. Der Pfingstmontag. So wurde Pfingsten etwa nach dem 4. Jahrhundert zu einem eigenständigen christlichen Fest. Damit erweiterte sich Pfingsten, ähnlich wie an Weihnachten und Ostern, in einigen Ländern um einen zweiten Feiertag. Also diesmal den Pfingstmontag. Ich wünsche euch gesegnete Pfingsttage. Habt eine gute Zeit und gedenkt Jesus Christus. Amen.